Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Momentan befinden wir uns auf der Zielgeraden. Wir wollen den Dr. Phineas konfrontieren und da sind wir momentan auf dem Weg. Allerdings stellt sich das Ganze als nicht so einfach heraus, wie ich dachte. Und was ich damit meine, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Phineas! Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verraten. I could have sworn I tested you for hearing loss. Because I did say skip the hope to Terra 2. Terra 2, not Tartarus. We could have saved this colony, you know. That was always the plan. I revive you, you do as I say. I tell you to go there, get me this, shoot that, and you do as I say. If you'd just listened to me, we could have rescued everyone on the Hope. We could have been the saviors of Halcyon, but you didn't listen. No one in this damn colony ever listens. So, jetzt kommt's drauf an, Leute. Was sage ich ihm? Wollen wir der Nette sein? Wollen wir der Sarkastische sein? Ich glaube, das trifft's am ehesten, ne? Ich bin nicht dein Helferlein, Phineas. Das war ich nie. No, of course not. You're the board's lackey now. And isn't that just paying dividends? You're the deadliest shot this side of Halcyon, and you hired yourself out to the board, a gang of greedy pencil jockeys. What did they tempt you with, Power? Money? One of those fancy reclining chairs? Oh, Clip-Kipsesse sind toll. Ah, schade. Sie haben mich nicht gekauft. Ich glaube an die Vision des Vorstands für Halcyon. Beruhige dich, Phineas, du drehst durch. Ich glaube an den Vorstand. Ich glaube an das, was sie mir bezahlt haben. Ja, eigentlich hat er recht. Sie haben mich mit Geld gelockt. Die haben mir einen Hunderter und unter die Nase gerieben. Ich fand das roch toll. Und hat zugeschlagen. Ah, typical. Yes, enjoy your power and your bits and your fancy chairs. You'll be in Byzantium kicking your feet up while the board herds everyone into hibernation chambers. This is how the board operates. It's not enough that they should win. They must see me fail. Well, I haven't failed, you hear me? I still have one last gambit. I've got Adjutant Akande here with me, and I'm going to put a bullet through her eye. Kommt mir das nur so vor, dass Phineas gerade der Böse? Also muss dazu sagen, ich habe berechtigte Gründe, ne? Denn, ja, die wollen einen Großteil der Bevölkerung einfrieren, aber nicht einfach so aus Spaß, sondern weil denen die Lebensmittel ausgehen, weißt du? Und wenn alle jetzt fröhlich durch die Gegend laufen und alles auffressen, dann kriegen wir Hungersnöte. Das ist auch nicht die Lösung, ne? Ich meine nur, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Also rein theoretisch gehe ich hier den guten Weg. Ich tue das, was der Vorstand möchte, weil der Vorstand einen Großteil der Menschheit einfrieren möchte, damit alle überleben. Hört sich komisch an, ist aber so. Das trifft's. Wunderbar. Ist das jetzt der Moment, in dem ich so tun muss, als würde es mich interessieren? Well, yes. The adjutant is your employer, after all. I was expecting something of a reaction. Ja, ich habe mein Geld schon bekommen. Und ich wette dafür, dass ich diesen Job erledige, werde ich mein Geld auch bekommen. Nicht von ihr, aber von irgendjemandem. Irgendwer wird mich da bezahlen. Akande geht mir gelinde gesagt am Arsch vorbei, aber dich umzubringen wird eine Menge Freude bereiten. Aber ich will den auch nicht umbringen.
Solange er mir Geld geben kann, das ist auch mein Freund. Aber gut. Say what you will, but I can't risk letting you interfere. The only thing worse than Halcyon collapsing is this psychotic monster living to see it happen. If you insist on interfering, I will be forced to kill you. And I don't want that. Wir haben ein Problem, Leute. Der Weg hierher ist scheiße lang. Ich darf keine Fehler machen bei diesem Kampf. Phineas, ich habe nicht gespeichert. Lass uns doch noch mal darüber reden. I can't imagine we've got anything left to say. Ich gebe zu, es gibt Dinge, die ich nicht bedacht habe. Ich bin nicht der einzige Kolonist, an dem du rumexperimentierst hast. Ich bin nur der einzige, der überlebt hat. So, you found out. I suppose it's not enough that you ruin my every plan. You must also humiliate me by reminding me of my failures. Yes, I've killed people. Is that what you wanted to hear? I experimented on dozens of the Hope's colonists. Every last one of them died in agony. Fortschritt erfordert Opfer. Die Kolonisten sind nicht umsonst gestorben. Wir haben es ihm doch gerade vorgeworfen, dass das völlig... Ab diesem Punkt ergibt gar nichts mehr einen Sinn. Yes, that's what I told myself. If I'd only kept trying, if I'd only kept experimenting, I'd discover the secret to reviving the Hope's colonists. I didn't care about the cost. I didn't question the morality of my actions. What are the deaths of a few dozen colonists weighed against the lives of hundreds of thousands? Ja, ich meine, hätte doch, keine Ahnung, vorbei. Der Vorstand wollte, glaube ich, das Schiff verschwinden lassen, ne? Ah, ist eine gute Frage, ob das jetzt richtig war oder ob man sie hätte einfach da im All schweben lassen sollen, bis 10.000 Jahre später jemand kommt und sie auftaucht, keine Ahnung. Mach dir keine Vorwürfe, dass der, wieso sollte ich ihm jetzt gut zureden? Deshalb sollte die Moral nie dem im Wege stehen, was richtig ist. Ey, Gulli, das Gespräch ergibt gar keinen Sinn, oder? Wir beleidigen uns, dann sagen wir, wir bringen einander um. Und jetzt sage ich dir, mach dir keine Vorwürfe, du hast dein Bestes gegeben. Deshalb sollte die Moral nie dem im Wege stehen, was richtig ist. And what is right? Freezing every worker in this colony, living in Byzantium, while the rest of Halcyon falls to ruin. You've won. The board has got everything they could ever want. I don't want to live in a world where the board has won. My life's work has been an exercise in futility. The only honorable way to end it is to go down fighting. Gerade eben waren wir noch Freunde. Aber jetzt erweise ich ihm den Gefallen und töte ihn. I expect you'll try. I've programmed the Labyrinth's mechanical warden to kill you on sight. I'm sorry to have to do this, but I can't take any chances with you. You were my greatest success and my greatest disappointment. Oh, bitte nicht Hide and Seek. Oh, bitte nicht Hide and Seek. Es ist nicht Hide and Seek. Oh, es ist ein verdammter Roboter. Ich will speichern. Okay, Leute, bevor wir da runtergehen, ich werde mein Inventar nochmal angucken. Wir hatten doch irgendwas, was gut gegen Roboter ist, oder? Wissenschaftswaffe. Wieso habe ich den hier eigentlich nicht benutzt? Der wäre doch voll geil gewesen. Das macht auch nicht wirklich Schaden, das Ding hier, ne? Korrosion. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Der macht 66 mal 6. Ziemlich teuflische Zahl. Ja, ich glaube, die wird ganz gut sein. Was haben wir noch? Das Gedankenstrahl. Gut, der ist scheiße. 200. Ich denke, die Korrosionswaffe könnte uns helfen. Aber das Problem ist, ich kann halt nicht speichern.
Wenn ich jetzt sterbe, dann drehe ich durch. Also gut. Körperattribute. Ja, kommt sich. Ich ziehe mir jetzt alles rein. Alles, was ich brauchen kann. Aufladerate der taktischen Zeit hast du nicht gesehen. Da ziehen wir uns auch rein. Dauerhafte, okay, das ziehen wir uns auch rein. Natürliche Lebensregeneration, ja, bin ich dabei. Kritischer Schaden, bin ich auch dabei. Auch wenn ein Roboter theoretisch keinen Kopf hat. Kamen wir schon drin. Ist doch dasselbe, ne? Ja. Rüstungswert ist auf jeden Fall auch mit drin. Fadenkreuzschwanken, Fernkampfsteuerung. Nikotinezug, Joghurt habe ich eh nicht. Okay. Ich habe 185 Adrenos. Oh. Ja gut, ich glaube, ich habe jetzt alles genommen, was ich nehmen hätte können, ne? Alles gut. Oh, bitte lass mich hier rein. Ah, 100. Bin ich hier drin safe? Hat er Leben verloren? Okay, Leute, wir machen das ganz geschickt. Oh nein, der kommt hier rein, oder? Scheiße. Okay. Ich gebe zu, die Waffe bringt den Scheiß. Wir haben genug Adrenos für den Rest unseres Lebens, ganz ehrlich. Oh. Kannst mich. Ich verarsch den hier. Ist mir alles scheißegal. Ich verkrüppel ihn hier. Zack. Oh nein. Oh nein. Kleine Mini-Roboter. Oh mein Gott. Verriegelt. Uno Sekunde, ich muss mal kurz meine Waffe wegwerfen. Ich will die ablegen, einfach nur ablegen. Okay, wir kriegen das hin, Leute. Und dann laufen wir weg. Ja, da bin ich auch nicht wirklich sicher, ne? Die miesen Kackviecher. Weg mit euch. Ich muss auf diesen Ram aufpassen. Und auf mein Leben. Oh mein Gott. Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh, bitte sag, dass du automatisch speicherst vor dem Kampf. So einfach hätte ich es haben können. So einfach hätte ich es haben können. Okay, Leute, letzter Versuch. Wenn ich das jetzt verkacke, dann, ganz ehrlich, dann habe ich es einfach verdient. Dann hab ich's einfach verdient. So, nochmal die Waffe reparieren. Okay,
Was wollte ich noch machen? Genau. Mir kurz was zu essen reinziehen. Und zu trinken. You know? Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Okay. Jetzt kommt's drauf an, Jungs. Ach, da kommen schon die ersten Roboter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich bin schon tot? Okay, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die haben doch niemals so viel Schaden gemacht, die Roboter. Okay. Ich habe mir jetzt ein paar Drogen reingepfiffen. Jetzt versuchen wir es einfach mal auf die krasse Art und Weise. Zack, ins Knie. In den Kopf. 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 Oh, da kommen schon die Bots. Im besten Fall mache ich die kaputt, bevor der Typ hier reinkommt. Okay, er kommt rein. Scheiße. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Nein, spring, 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 spring und lauf. Heile dich. Lauf im Kreis. Lauf im Zickzack. Der ist noch nicht tot. Der ist tot. Okay, einer weniger. Okay, die sind weg. Sehr schön. Er ist alleine. Obwohl ich dann noch ein paar Gegner sehe. Aber wir haben ihn in kürzester Zeit ziemlich fertig gemacht. Das machen wir jetzt nochmal. Und dann müsste er eigentlich so gut wie tot sein. Müsste. Oh scheiße, ich höre die Bots. Einfach in Deckung gehen. Das Beste hoffen. Scheiße, jetzt ist hinter mir einer, ne? Läuft ja eigentlich ganz gut. Außer, dass ich hier halb am Krepieren bin. Okay. Wieder nur du und ich. Es wird schon. Ich spüre es. Komm. Komm her, Junge. Trau dich. Ins Knie. In den Kopf. Das war ja einfach. Okay, bis auf die Partien, wo ich fast gestorben wäre. Die ignorieren wir einfach mal. Okay, Phineas. Ich hoffe, der wird nicht so ein harter Brocken. Achso. Mensch. Hätte ich doch von Anfang an so agiert, ne? Aber nein, Serum muss natürlich einen auf Berserker machen. So. Aber ich bin gern der Berserker. Vielleicht sollte ich das machen, wenn ich nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Das klingt logisch, ne? Oh, oh! Okay, ich dachte, wir reden! Oh. Das war erschreckend einfach. Schöne neue Welt. Thank the law you're here. That madman was out of control. You were right to put him down. He was too far gone to be of any use to us. And what about you? You aren't hurt, I hope.
Wie der. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Your confidence is well earned, Captain. I was right to place my faith in you. You've put down the worst riot in our history. Rid the colony of a dangerous madman and saved my life. The board owes you a tremendous debt. We don't have a moment to lose. We're gonna have to work together to save Halcyon, because the situation is far worse than you imagined. Okay. Ich habe gedacht, jetzt ist schöne neue Welt, alles gut. du machst mir gerade echt den schönen Moment kaputt, weißt du das? I would like nothing more than to celebrate your victory, Captain. But we have a serious problem on our hands. We've lost all contact with Earth. It's been 3 years since we've received a message. We've had no contact, no signals, nothing. Earth has gone dark. 2 years ago, the Earth Directorate's frigate disappeared en route to Earth. We don't know if they ever made it. We don't know if there's an Earth to go back to. Oh. We're alone, Captain. That's all I know for certain. Whatever happens to this colony, we're going to have to deal with it on our own. Returning to Earth is not an option. Ich habe noch ein paar Fragen. I'll answer however I can. Wieso erzählst du mir das jetzt? I couldn't risk this news getting out. Before you, the two people in this colony who knew the truth were Chairman Rockwell and I. I had every intention of telling you the truth after you'd skipped the Hope to Tartarus. Unfortunately, Phineas Wells chose that moment to start a riot. Du hast erwähnt, dass eine Fregatte verschwunden sei. The Earth Directorate's frigate accounts for half of our military forces. 2 years ago, that frigate disappeared while returning to Earth. We haven't heard a word back. Without the Directorate's frigate, our military forces are barely capable of maintaining control over this colony. Du meintest, es hätte keine neuen Nachrichten mehr von der Erde gegeben. Not a word. We received our last message 3 years ago. Our every attempt at reaching out to Earth has been met with absolute silence. Okay, aber weißt du mal, was da passiert ist? I can't say for certain, but all my data suggests that Earth has experienced a massive calamity. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I'm not sure there's an Earth to go back to. Ah, na gut, dann wollen wir mal in die Arbeit. Yes, we do have a long road ahead of us, but I have faith in you. The service you've done for this colony is nothing short of extraordinary. You're the reason I'm still standing here today. The board will survive because of you. And as the board goes, so goes Halcyon. It's time we carried out the program. I trust I can count on your support, Captain. Gut, das erklärt wenigstens noch die Planeten, die wir noch nicht besucht haben, ne? Alles, was ich will, ist, es mir in Byzantium gemütlich zu machen. You've kept your end of our bargain. And so I shall be true to mine. Congratulations, Captain. You're going to be the wealthiest citizen of Byzantium. The colony may collapse around us, but I will see to it that Byzantium survives. Byzantium must always survive. We're on our own now. Earth isn't coming to save us. So we're going to have to save ourselves. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The riots in Tartarus ended in a total victory for the board. Without any significant threats to challenge their power, the board asserted their control over the colony. The lifetime employment program began immediately, and the people of Halcyon did exactly what they were expected to do. They obeyed. Sophia Akande converted the labyrinth from a prison to a processing center. She jettisoned the original colonists out of the Hope and transformed the ship into a massive storage facility. One by one,
The workers of Halcyon surrendered themselves to the program. They arrived with their families and their friends, their colleagues and their neighbors. And then, one by one, they marched into their stasis chambers. As the workers of Halcyon slept in their hibernation chambers, their settlements became ghost towns, left behind by the board to be reclaimed by nature. Only Byzantium remained, a shining beacon of civilization in an otherwise abandoned colony. The people of Byzantium spent the rest of their days gorging themselves on their stockpile of resources. As for the workers of Halcyon, they never felt the effects of the collapse. They never felt anything at all. The board's focus on Byzantium closed the door on much of Sanjar's civil liberties movement. As the last few townships withered away, MSI had little room to grow. Ever the savvy businessman, however, Sanjar pivoted and established Stellar Bay as the colony's supplier of luxury seafood. Catering to the elite, MSI was allowed to continue operations as a member of the Halcyon board and became more successful than Sanjar could ever have dreamed. Bolstered by her status as savior of humanity, Lilia Hagen ushered Sublight Salvage to a new golden age. Her company grew bolder and more transparent over time, muddying the line between lawful and criminal for the entire colony. The Sublight family would thrive for years to come. Over the years, the ruins of Edgewater caused irreversible environmental damage to the landscape of Emerald Vale, owing largely to the presence of toxic compounds in the town's building materials. As for Edgewater's former workers, their remains provided a source of nourishment for the region's fauna, leading to an explosion in the sprat population. While the Groundbreaker remained mechanically stable, the changing times forced Junlei Tennyson to make some difficult calls on behalf of her community. The work of maintaining independence was an uphill climb, and she found herself caving to bad faith compromises with the board. Time will tell if the Groundbreaker can endure. As smaller settlements were swallowed up and their workers drafted into the lifetime employment program, Byzantium continued to thrive. While its citizens lived in decadence and extravagance, a small cadre of scientists worked to solve the nutrition crisis that threatened Halcyon. No one else much noticed the townships that disappeared from the map, or the luxuries that slowly lost their luster year by year. Your influence further cemented Ellie's perspective. She understood she could never truly rely on others, so she set about making sure she wouldn't have to. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She enjoyed a long and infamous career running missions across the system. Some of them were even legal. As the board reasserted control over Halcyon, Felix came to realize that his life as an upstart rebel had come to an end. The board's victory crushed any hope for a grand revolution across Halcyon. And so Felix, once again, found himself without a purpose in life. And so, disillusioned with his former boss and with nowhere left to go, Felix left his crew without saying goodbye. He was never heard from again. As a reward for his part in her courageous rescue, the adjutant invited the vicar, known as Max, to become one of the leaders of the Order of Scientific Inquiry. Max eventually rose to the top, becoming the presiding bishop of the OSI. He denounced his spiritual meanderings as a misguided attempt to come to terms with his long-dead parents. His only regret was that they had not lived long enough to see that he was right all along. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker. And Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. As the board began to roll out their lifetime employment program, Parvati was increasingly plagued by dreams of freezing to death and rarely left their shared quarters. Stymied by dwindling resources,
Junlei struggled to keep the Groundbreaker afloat. Their relationship couldn't survive the strain. Parvati moved into crew quarters and found work servicing water pumps in hydroponics. Neoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Adjutant Sophia Akande was instrumental in executing the Lifetime Employment Program. She was true to her word and rewarded her most reliable freelancer by making him the wealthiest citizen in Byzantium. With Halcyon's workers suspended in a state of hibernation, starvation and chaos are problems of the past. The Lifetime Employment Program succeeded in its goals, but that success came at a price. The Halcyon of today is nothing at all like the colony of yesteryear. Power remains concentrated in Byzantium, but all the colony's resources serve the lifestyle of the elite, thereby transforming Halcyon into one of the smallest and most exclusive colonies in the system. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? After the fighting in Tartarus came to an end, you returned to Byzantium in triumph. As a reward for your service in saving the colony, you lived until the end of your days in luxury, the likes of which Byzantium had never seen. Your estate was the envy of the city, and your revelries were things of legend. With all the wealth of the colony concentrated in Byzantium, you wanted for nothing until the end of your days. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ich habe Fragen. Ich dachte, wir klären das jetzt mit der Welt auf, mit der Erde. Warum nicht? Und was ist mit den Planeten, die ich nicht besucht habe? Ich will da hin. Weißt du, warum? Ja gut, das geht jetzt noch weiter. Okay, das Ende war ein bisschen verwirrend. Man hat gesehen, sie haben es so ein bisschen an Fallout, New Vegas 3 und hast du nicht gesehen angelehnt, dass man so am Ende noch die Geschichte erzählt, was aus den Entscheidungen passiert ist. Und ja, was soll ich sagen? Alles richtig gemacht, ne? Ich habe bis dann als Ende meines Lebens gut im Byzantium gelebt. Und ja, so soll es doch auch sein. Ja, Leute, das war The Outer Worlds. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich zwischenzeitlich halt wirklich ein wenig inaktiv wurde. Nicht wegen Outer Worlds, das kann ich euch sagen. Es war nicht wegen Outer Worlds. Das war einfach nur allgemeine Situation mit Arbeit und Corona und hast du nicht gesehen. Vielleicht schaffe ich es irgendwie mal wieder komplett zurückzukommen, aber noch. Ich weiß halt noch nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, erstmal, ich probiere mich. Ja, The Outer Worlds. Ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Wir haben es auf der härtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, den es gab. Und der war auch angemessen, sagen wir es mal so. Es war jetzt kein Kinderspiel, aber ich habe mich jetzt nicht überfordert gefühlt von diesem Schwierigkeitsgrad. Normalerweise, wenn man so ein Spiel auf so einem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, dann muss man alles einsetzen, was man hat, um
irgendwie durchzukommen. Und ich hatte das Gefühl nicht. Ich musste meine Leute nicht einsetzen, weil sonst wären sie ja gestorben. Es wäre schöner gewesen, wenn sie es anders gelöst hätten, dass die, keine Ahnung, verletzt sind und dann für eine gewisse Zeit in Spielstunden, also nicht echten Stunden, sondern vergangene Zeit im Spiel, nicht brauchbar sind. Dann hätte ich sie auch mal mitgenommen. Aber wenn ich die mitnehme, dann laufen die in die Gegner rein und dann kacken die halt ab. Wieso sollte ich sie dann einsetzen? Ne? Ganz ehrlich, hätten wir in den ersten Folgen hätten wir sie alle verbrannt. Die wären nur noch Asche gewesen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte schon, dass die Teammitglieder überleben. Aber ich bin ja auch alleine recht gut zurechtgekommen. Die Skills waren auch richtig gut ausgelegt. Ich konnte es so spielen, wie ich es gerne möchte. Als Sniper-Schütze. Ich hätte mir noch mehr so schalldämpfermäßig was gewünscht. So wie so ein Assassine durchlaufen und nicht gesehen werden, wenn man andere abschießt. Aber diese Möglichkeit gab es leider nicht. Naja, man kann nicht alles haben, muss man sagen. Und ob ich dieses Spiel noch einmal spielen werde, um eine andere Seite zu sehen, weiß ich nicht genau. Ich muss sagen, einige Designentscheidungen haben mir jetzt nicht so sehr gefallen. Gerade das auch mit den Klamotten. Es gab jetzt nicht wirklich viel Auswahl, was man machen konnte. Normalerweise bin ich so, ja, ich bin so von Fallout halt so ein bisschen, was anderes gewohnt. Ich bin gewohnt, dass ich eine riesen Auswahl an Klamotten habe, wo ich mich zwischendurch ausziehen kann, die dann umziehen und die dann anders aussehen, die Klamotten, so fanziger, aber immer noch die gleichen Attribute geben. So Heckenschütze mit Hut, mit keine Ahnung. Was es in der Zukunft gibt, was hat man in der Zukunft? So leuchtende Heiligenscheine oder so. Weißt du, gut, als Sniper-Schütze ein leuchtender Heiligerschein ist vielleicht nicht so die beste Idee. Aber ihr wisst, was ich meine. So Klamotten, die so, ja, die futuristisch aussehen, die nicht der Standard sind. Das gab's hier zwar auch, aber mehr so in lustiger Form, wie dieser Mondkopf und hast du nicht gesehen. Also ist ja ganz schön und gut, aber die waren halt wertlos. Ja, die konntest du anziehen aus Spaß, aber wenn du auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst, kannst du dir das nicht leisten, so rumzulaufen. Ja, den Charakter hat man auch recht wenig gesehen. Gut, war ein First-Person-Shooter, was willst du da erwarten? Nee, also im Großen und Ganzen war ich schon ganz zufrieden. Hat mir Spaß gemacht. Es war ein bisschen anstrengend, auf Englisch das Ganze zu spielen. Einfach weil ich dann mich konzentrieren musste, auch zu verstehen, was sie sagen. Ich hätte es auch lesen können. Aber wenn ich lese, dann sehe ich das Bild halt nicht mehr. Das stört mich. Also versuche ich mich zu konzentrieren und das Englische zu verstehen. Und dadurch kam auch mein Kommentar ein bisschen bei Gesprächen zu kurz. Aber ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, Leute, kauft es euch, spielt's. Macht Spaß. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Haut rein. Ciao.